Obwohl es diesen Kanal jetzt schon seit fast 3 Jahren gibt, habe ich mich noch nie so richtig vorgestellt. Das hole ich heute nach. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem neuen Pflanzenhunger-Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe letztens darüber nachgedacht, dass ihr gar nicht wisst, wer genau hier sitzt und wer ich bin und warum ich hier so erzähle, was ich erzähle. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen es heute mal offiziell und ich stelle mich euch mal ganz offiziell vor. Schön, euch kennenzulernen. Ich heiße Sarah, ich bin im gleichen Jahr geboren, wie Tschernobyl explodiert ist, also 1986. Das heißt, ich werde ganz bald 31. Oh Gott, alt. Ich bin in einem klitzekleinen Dörflein vor Örtchen mitten im Bergischen Land aufgewachsen, so zwischen Düsseldorf und Essen. Und da habe ich die ersten 19 Jahre meines Lebens gelebt. So lange habe ich seitdem nirgendwo mehr irgendwo gelebt. Mit 19 habe ich dann Abi gemacht und ich erinnere mich noch sehr genau an meine Abiturfeier, wo ich dann da stand, so mit der Urkunde in der Hand, so hey, du hast jetzt Abi. Und jetzt? Ich hatte absolut keine Ahnung, was ich machen sollte. Und dann habe ich gedacht, hey Sarah, du hast doch immer Babysitting gemacht, das hat dir auch immer Spaß gemacht, so mit Kinderarbeiten. Werd doch Kinderkrankenschwester. Und dann habe ich mir relativ spontan, ich glaube so 3, 4 Wochen vor Ausbildungsbeginn, noch einen Ausbildungsplatz organisiert im wunderschönen Wuppertal Barmen. Da habe ich dann 3 Jahre meine Ausbildung gemacht. Ich fand es relativ anstrengend und schwierig. Nicht, weil die Arbeit so anstrengend wäre, sondern mehr so das Zwischenmenschliche, das Ganze, die Zickereien unter den Krankenschwestern. Und man ist natürlich als Azubi so ganz unten in der Hackordnung. Das fand ich ein bisschen schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, nach der Ausbildung so, okay, ich muss hier raus und ich muss weit weg und zwar so weit wie möglich. Und genau das habe ich dann gemacht. Quasi sobald ich meine Ausbildung fertig hatte, 2 Wochen später, saß ich im Flugzeug nach Australien. Ich hatte mir ein Flugticket gekauft nach Darwin und habe mir die ersten 2 Nächte in einem Hostel gebucht und das war alles, was ich an Planung hatte. Aber weil oder obwohl ich überhaupt nichts geplant habe, wurde es eine unglaublich gute Reise. Ich war 7 Monate in Australien. Ich bin in Darwin angekommen, bin nach Perth runter, rüber nach Melbourne, nach Cairns geflogen und alleine schon für den ersten Abschnitt habe ich 3 Monate gebraucht. Also so richtig, wie man sich das vorstellt, mit einem klapprigen Jeep und 3 anderen Touris dann durch den Outback und da gecampt und es war ganz aufregend und toll und verrückt und definitiv eine Zeit, die mein Leben verändert hat. In Australien bin ich tatsächlich auch zum Vegetarier geworden, weil ich eine Weile zum Geldverdienen als Nanny gearbeitet habe, hat sich ja angeboten. Und da habe ich in einer vegetarischen Familie gelebt und dann noch in einem vegetarischen, veganen Restaurant gejobbt. Und da führte so eins zum anderen und da habe ich so viele Leute getroffen, die das ganz easy machen und selber Vegetarier sind und ganz unkompliziert. Und das Essen war lecker. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich das auch. Wenn euch die Geschichte noch näher interessiert, warum ich vegetarisch oder vegan geworden bin, dann könnt ihr das auch gerne euch nochmal im Detail angucken. Ich habe da nämlich ein Video zu gemacht. Das ist schon 100 Jahre her, aber die Geschichte stimmt natürlich immer noch. Ich verlinke euch das irgendwo. Eigentlich wollte ich nur nach Australien, aber ich habe in Australien so viele Menschen gehört, die mir von Südostasien vorgeschwärmt haben, dass ich gedacht habe, naja, ich bin ja quasi schon mal in der Gegend, dann mache ich doch das. Also bin ich dann von Cairns, glaube ich, nach Singapur geflogen und bin dann, war ein paar Tage in Singapur und dann noch 2 Monate in Malaysia und Thailand. Das war auch eine richtig coole Zeit. Da bin ich quasi so, also von Singapur durch Malaysia, durch Thailand so durchgereist und das war auch super, super spannend. Totaler Kulturschock, weil Australien ist ja schon anders als Europa, aber nicht so krass anders. Und Südostasien war da nochmal ganz anders und das war total spannend und total aufregend und ha, herrlich, ich krieg direkt Fernweh. Als ich dann zurück in Deutschland war, habe ich ein halbes Jahr als Kinderkrankenschwester in Vollzeit gearbeitet. Das ist mir dann aber irgendwann zu blöd geworden, weil das war irgendwie nichts für mich, nicht mein Pflegedienst. Ganz viel Chaos und 1000 Gründe und deswegen bin ich dann nochmal 4 Monate nach Schweden gegangen, weil ich wusste, dass ich danach noch studieren wollte und habe dann quasi in Schweden so die Zeit überbrückt, bin ein bisschen durch Schweden gereist, habe Schwedisch gelernt, das war auch sehr cool. Und dann bin ich auf nach Münster und habe Ernährungswissenschaften bzw. Ökotrophologie an der FH in Münster studiert. Münster ist eine richtig schöne kleine Stadt, total überschaubar und schön und man kommt überall mit dem Fahrrad hin und es ist grün und die Münsteraner sind auch ganz nett, ein bisschen verschroben, aber sehr nett. Als ich mein Studium dann so langsam dem Ende zuneigte, hatte ich dann irgendwann genug vom Kleinstadtleben und habe gesagt, so jetzt möchte ich gerne bitte nach Berlin und habe gedacht, ich bewerbe mich da beim Vegetarierbund für mein Praxissemester, weil das würde ja perfekt passen, so als Veganer beim Vegetarierbund. Also habe ich das gemacht und hatte tatsächlich Glück und bin genommen worden und habe dann 5 Monate da mein Praktikum gemacht.
Und der Vegetarierbund war für mich tatsächlich ein großer Glücksgriff. Nicht, weil ich die Arbeit so toll fand, die fand ich nämlich tatsächlich gar nicht toll und habe gemerkt, dass so eine 40-Stunden-Woche Bürojob überhaupt nicht mein Ding ist. Aber ich habe super nette Menschen kennengelernt, unter anderem meinen Mann. Von daher hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und ich habe mich nicht nur in meinen Mann verliebt, sondern auch in Berlin, weil die Stadt ist so großartig. Und deswegen bin ich nicht nur wie geplant für mein Praxissemester geblieben, sondern tatsächlich länger, viel länger. Ich habe in einem Jahr, glaube ich, ungefähr 6 unterschiedliche WGs durchgehabt. Immer nur so, ja, 1-2 Monate und mal gucken. Wer auch immer schon mal in Berlin eine Wohnung gesucht hat, beziehungsweise nur ein WG-Zimmer, weiß, wovon ich spreche. Das macht wirklich keinen Spaß. Aber irgendwann bin ich dann in Neukölln untergekommen und da habe ich dann, ich glaube, fast ein Jahr gewohnt. In der Zeit habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Die soll man ja eigentlich irgendwie schnell fertig machen. Aber praktischerweise gab es an meiner FH keine großen Deadlines, deswegen habe ich, glaube ich, auch fast ein halbes Jahr dran geschrieben. Wenn euch das interessiert, auch da habe ich ein Video zu. Meine Bachelorarbeit war nämlich über Vitamin B12 und da habe ich eine kleine Umfrage gemacht bei Veganern, ob und wie die das nehmen und sowas. Und das hat auch echt Spaß gemacht, das war eine spannende Arbeit. Aber dann bin ich wieder weggezogen aus Berlin, weil mein Mann, beziehungsweise damals war es noch mein Freund, ein Jobangebot bekommen hat aus seiner alten Heimat, aus Kaiserslautern. Und dann sind wir für 1,5 Jahre nach Kaiserslautern gezogen, beziehungsweise in ein kleines Örtchen vor Kaiserslautern in der allertiefsten Pfalz mitten im Wald. Das war damals ein ziemlicher Bruch für mich, auch für meinen Mann. Und es war echt krass, so von quasi mitten Hermannstraße Berlin so in den Wald zu ziehen, obwohl es auch sehr schön war, weil es auf einmal ruhig und sauber war. Und es war halt total toll, weil ich mit meinen Schwiegereltern im gleichen Haus gewohnt habe und das großartige, tolle Menschen sind. Und oh mein Gott, meine Schwiegermutter kann so herrlich vegan kochen. In der Pfalz habe ich es genauso gemacht, wie ich es jetzt mache, nämlich, dass ich Teilzeit als Kinderkrankenschwester arbeite, damit ich irgendwie ein Dach über dem Kopf und was zu essen habe und den Rest der Zeit natürlich hier Pflanzenhunger. Und dann ging es im Juli letzten Jahres wieder zurück in die schönste Stadt der Welt, nach Berlin. Und weil ich Veganer, Hipster bin, musste ich natürlich in den Prenzlauer Berg ziehen, ist ja klar. Ja, und hier bin ich jetzt und hier bleibe ich jetzt auch mal. Erstmal. Vorerst. Mal gucken. Ach ja, zwischendurch habe ich auch noch geheiratet letztes Jahr. Ich überlege gerade noch, was ich euch erzählen soll von mir, was euch da irgendwie was bringt. Und ich denke an diese ganzen Freundebücher von früher zurück. Kennt ihr die noch? So groß bin ich, das ist meine Lieblingsfarbe, das wünsche ich dir, das ist mein Lieblingssportverein. Mein liebstes Hobby, Grimassen schneiden vor der Kamera. So ihr Lieben, ich komme jetzt so langsam komisch vor, wenn ich die ganze Zeit nur über mich rede, deswegen höre ich jetzt einfach auf damit. Falls ihr Fragen, Kommentare und Anmerkungen habt, packt sie unten in die Kommentarspalte. Ich freue mich darauf, was auch immer ihr zu sagen habt. Wir sehen uns nächsten Sonntag beim nächsten Video. Habt eine großartige Woche bis dahin und füttert euren Pflanzenhunger.